Besonders im Schichtdienst oder wenn du viel unterwegs bist, wirst du das Problem kennen. Regelmäßige Schlaf- oder Essenszeiten sind schwierig bis sogar ganz unmöglich. Was können wir also tun, um uns auch zum Beispiel im Schichtdienst oder auch wenn wir viel unterwegs sind, viel auf Reisen sind, geschäftlich, wie können wir uns da gesund halten? Wie können wir dort trotzdem auf unsere Gesundheit achten und auf unsere Ernährung, unseren Schlafrhythmus wirklich bestmöglich eingehen? All das in diesem Video. Herzlich willkommen, ich hoffe es geht dir gut. Ich bin Vincent Schech, dein Coach für einen natürlich gesunden Lifestyle. Heute speziell mit dem Thema Schlaf und auch Ernährung, besonders bei unregelmäßigen Tagesabläufen. Wie gesagt, Schichtdienst und vor allem, wenn ihr viel geschäftlich unterwegs seid, viel reisen müsst oder so. Das wurde inspiriert von einem Kommentar, den ich bekommen habe, unter einem Video zum Thema Schlaf allgemein. Also vielen Dank für diesen Kommentar, für diese Anregung zu diesem Thema, denn ich bin sicher, einige von euch können auch davon was mitnehmen. Denn das Problem ist riesig. Aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis habe ich selbst einige Leute, die im Schichtdienst tätig sind und die da sehr herausgefordert sind. Und da ist natürlich wichtig, jeder ist anders, jeder Mensch ist unterschiedlich und auch der Schichtdienst kann immer unterschiedlich sein. Deswegen ist das hier ungefähr ein kleiner Richtwert, eine Pauschale, mit der ihr arbeiten könnt, müsst aber natürlich für euch hier und da noch etwas anpassen. Grundsätzlich muss man aber von vornherein sagen, Schichtdienst ist nicht das Gesündeste, was du tun kannst. Auch sehr viel reisen und den Körper damit immer wieder neu ausrichten, ist nicht das Beste für dich. Denn es ist ganz einfach. Wir haben quasi eine innere Uhr, einen gewissen Ablauf, der für den Körper ganz normal ist. Zum Beispiel, dass wir morgens aufwachen mit dem Tagesanbruch, mit dem Sonnenlicht, das kommt. Das ist in den meisten Fällen ganz normal, auch dass wir dann abends ins Bett gehen. Eine innere Uhr läuft die ganze Zeit, auch wenn wir es nicht merken. Sowohl die Organe als auch der Kreislauf im Körper zum Beispiel haben ihren eigenen Ablauf. Und den bringen wir dadurch immer wieder mal durcheinander, wenn wir komplett immer wieder andere Tagesrhythmen und Abläufe haben. Deswegen ist es nicht das Beste, was du tun kannst, aber wie gesagt, manchmal ist es nicht vermeidbar. Was können wir also tun, um damit bestmöglich umzugehen und trotzdem auf unsere Gesundheit zu achten? Zuallererst ist das Wichtigste dein Mindset. Denn alles, was da oben beginnt, hat auch die Möglichkeit, in deinem Leben manifestiert zu werden, also umgesetzt zu werden, sodass du vom Denken ins Handeln kommst. Denn ich bin mir sicher, da oben hast du meistens die schönsten Vorstellungen, wie was funktionieren könnte. Aber bei der Ausführung hapert es dann gerne mal. Wenn du das kennst, wie gesagt, ist es wichtig, dass du besonders dort anfängst, dein Mindset zu verändern. Warum glaubst du, dass es wichtig ist, zum Beispiel genügend zu schlafen, genügend zu essen? Dass du auch mal Sachen hinterfragst und auch zu guckst, ist es denn wirklich gesund oder gibt es vielleicht sogar noch eine bessere Möglichkeit, eine Alternative? Das kann ganz unterschiedlich sein. Deswegen fang erstmal da oben an und besonders wenn du damit Probleme hast, dann schreib auch gerne mal, unten in der Videobeschreibung findest du einen Link zu einem kostenlosen Erstgespräch mit mir, denn vor allem im Coaching 1:1 gucken wir uns besonders eben auch das Mindset an, bevor wir ins Handeln kommen, da wir einfach merken, dass meistens hier oben der Plan schon steht, aber das am Ausführen scheitert. Deswegen gerne mal dich bewerben, wenn du möchtest, dann können wir auch gerne 1:1 über deine persönlichen Herausforderungen sprechen und dir möglichst gut zu deinem Ziel verhelfen. Der nächste Punkt, der auf jeden Fall beachtenswert ist, ist, dass du auf keinen Fall mehr als 3 Nachtschichten hintereinander haben solltest. Der Körper ist unglaublich leistungsfähig und kann sich auch sehr gut in Dinge anpassen. Das heißt, auch eine gewisse Zeit lang wird er kein Problem oder zumindest nicht so ein großes Problem damit haben, wenn du zum Beispiel diese innere Abläufe, die innere Uhr durcheinander bringst. Sobald es aber mehr als diese 3 Nachtschichten werden, durchschnittlich, kann das eben auch sehr schädlich werden. Folgen können sein Depression, Einsamkeit, Angstzustände, Schlafprobleme, Essstörungen und verschiedene auch Suchtverhalten teilweise. Auch das Gefühl von Einsamkeit kann sich manchmal hier und da bereit machen. Und um das eben zu verhindern, ist ein ganz, ganz großer Tipp, nicht mehr als 3 Nachtschichten hintereinander zu haben. Wichtig ist auch, wenn du vor allem zum Thema Schlaf gehst, dass die Schlafphasen, die du hast, hochwertig sind. Bedeutet, guck dir gerne auch mal das Video zum Thema Schlaf allgemein an, habe ich dir nochmal hier unten verlinkt oder da oben auf der i, was du machen kannst und beachten solltest, um deinen Schlaf bestmöglich vorzubereiten und ein gutes Schlaferlebnis zu haben. Natürlich kannst du nicht immer zur selben Zeit ins Bett gehen und zur selben Zeit aufstehen im Schichtdienst oder als Reisedienst zum Beispiel.
Grundsätzlich sind da aber einige Tipps, wie zum Beispiel das Gute ins Bett kommen. Dadurch, dass du zum Beispiel dann vorher was trinkst, nicht so viel an technischen Geräten bist, sodass du besser einschlafen kannst, vielleicht noch ein wenig Sport treibst, um dich richtig zu verausgaben. Die richtige Ernährung vorm Schlafen gehen ist auch sehr, sehr wichtig. Da vor allem wichtig, wenig Zucker. Allgemein machen Kohlenhydrate und Zucker uns meistens später dann müde, aber im Vorfeld, besonders wenn du kurz vorm Schlafen gehst, noch viel Zucker oder auch Koffein isst, kann das natürlich den Körper sehr stark pushen. Koffein trinken natürlich auch ein großes Thema. Das solltest du möglichst vermeiden, einige Stunden bevor du schlafen gehst. Mit einigen Stunden meine ich im Koffein ungefähr eigentlich 4 bis 8 Stunden etwa, je nachdem wie du körperlich bist. Und Zucker sollten auch eigentlich 3, 4, 5 Stunden aufwärts vorm Abend vom Schlafen gehen, nicht mehr konsumiert werden. Deswegen solltest du unbedingt darauf achten, unter anderem, um den Schlaf am besten zu optimieren. Denn wenn du guten Schlaf bekommst, kann der Körper auch über längere Zeit besser umgehen mit diesem ständigen Umherwürfeln der wechselnden Schlafzeiten. Einige Dinge, die auch noch für ein sehr gutes Schlaferlebnis hilfreich oder fördernd sind, sind zum Beispiel besonders darauf zu achten, dass es ruhig und auch dunkel ist. Besonders Helligkeit und Lärm können natürlich das Schlaferlebnis beeinträchtigen. Das ist wichtig. Auch die Temperatur. Man sollte eigentlich mit etwas kühlerer Raumtemperatur schlafen, damit man nicht zum Beispiel durch Wärme einfach auch aufwacht oder der Körper dadurch schwitzt und arbeiten muss. Deswegen ist auch das wichtig und kann ein besseres Schlafergebnis erzielen. Frische Luft natürlich auch ein großer, großer Faktor, solltest du beachten. Kein Alkohol vorm Schlafen gehen, das sollte, denke ich, auch selbstverständlich sein. Einige Dinge, die auch noch funktionieren können, besonders für ein Schlaferlebnis, sind ätherische Öle. Diese kleinen Tröpfchen hier haben die Power von eben besagten Pflanzen, in diesem Fall zum Beispiel Lavendel, und sind auch nachgewiesenermaßen sehr hilfreich dabei, uns eben zu beruhigen und besonders das Gehirn runterzubringen, sodass wir eben früher in die Tiefschlafphase kommen. Wenn du Lavendel vom Geruch her gar nicht magst, kannst du auch zum Beispiel wilde Orange nehmen, hat auch einen chemischen Anteil, der ähnlich wirkt wie Lavendel, die besonders dabei helfen, dass das Beruhigungs- und Schlafhormon im Körper mehr ausgeschüttet wird. Das ist eine sehr coole Sache, deswegen können es auch ätherische Öle tatsächlich helfen und dabei unterstützen, ein besseres und hochwertigeres Schlaferlebnis zu haben. Das geht zum Beispiel zum einen so, indem du das Ganze einfach einen Tropfen davon nimmst, auf die Hand gibst, kurz verreibst und inhalierst. Du kannst auch einen sogenannten Diffuser verwenden oder auch in diesem Fall von doTERRA Ölen. Diese Öle kann man nämlich auch einnehmen. Das geht tatsächlich auch. Weitere Möglichkeiten sind, das Ganze auf den Brustkorb aufzureiben oder auf die Fußsohlen. Besonders über die Fußsohlen verteilen sich diese Öle nämlich sehr gut im ganzen Körper, da dort die Poren etwas größer sind. Es sind auch die Blutenden und die kennt wahrscheinlich auch alle, ja, die Reflexzonen. Dadurch verteilen sich eben die Öle durch die Fußsohlen sehr gut im ganzen Körper und können es dort auch sehr gut eben beruhigen und unterstützen, besser in die Tiefschlafphase zu kommen. Außerdem machen sich Mahlzeiten sehr gut, die leicht zu verdauen sind. Also nichts zu Fettiges, nichts zu Starkes, nichts Riesiges mehr essen direkt vorm Schlafen gehen, sondern eher dann quasi über den Tag verteilt, über die Zeit, wo du dann wach bist und eher abends vielleicht noch eher was Richtung Joghurt, ein Salat, irgendwas Leichteres, was leicht zu verdauen ist, damit es nicht so schwer im Magen liegt. Denn wenn der Körper verdauen muss, während er eigentlich schlafen soll, ist das auch wieder schlecht fürs Schlaferlebnis. Allgemein solltest du vor allem bei den Zeiten des Essens auch Regelmäßigkeiten schaffen. Bedeutet, einige Zeiten, die du jeden Tag am besten einhalten kannst, sodass selbst wenn der Schlaf mal anders ist, trotzdem das Essverhalten ungefähr gleich bleiben kann. Natürlich musst du gucken, wie das mit dem Schichtsystem oder dem Reisen zum Beispiel funktioniert. Grundsätzlich solltest du aber einfach darauf achten, dass du diese zum Beispiel 3 bis 5 Zeiten ungefähr am Tag nimmst und die immer gleichbleibend sind, sodass du nicht immer komplett random, also zufällig am Tag isst, sondern wirklich zu ungefähr gleichbleibenden Zeiten. Auch das ist für den Körper sehr wichtig und hilfreich. Und natürlich geht es auch hier wieder um das ausreichende Trinken. Ganz, ganz wichtig, Flüssigkeit ist unabdingbar für den Körper und bringt ihn einfach schön in Schwung, besonders wenn ihr aktiv sein sollt, aber hilft euch einfach trotzdem in so vielen Bereichen des Lebens. Deswegen trinkt genügend, das ist für die Hirnaktivität ganz wichtig, für die Entgiftung, Blutkreislauf und. Das sind ganz viele Faktoren. Trinkt genügend, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Nicht nur für jeden anderen Menschen, sondern natürlich auch in dem Fall, wenn ihr gerade Schichtdienst habt oder viel unterwegs seid. Besonders viel auf Reisen kann man das sehr gerne mal vergessen, wenn man viel unterwegs ist und die Zeit dazu nicht so hat. Deswegen auch hier vor allem
Essen- und Trinkzeiten regelmäßig gestalten zur selben Uhrzeit, das macht auf jeden Fall einiges. Und damit kommen wir zu einem der wahrscheinlich größten Tipps, der wahrscheinlich recht offensichtlich ist, aber vielleicht gar nicht so sehr als der größte oder einer der größten Tipps wahrgenommen wird, nämlich Bewegung und Sport. Ja, denn durch solches Durcheinanderbringen des inneren Kreislaufs, der inneren Uhr, entsteht auch sehr viel Stress. Und Stress können wir auch sehr gut abbauen durch zum Beispiel Sport und Bewegung. Sei es spazieren gehen, Fitness betreiben, schwimmen gehen, was du auch immer möchtest, was dir Spaß macht. Aber Bewegung ist unabdingbar. Deswegen, wenn du Schichtdienst hast, solltest du auf jeden Fall darauf achten, mindestens 2 bis 4 Mal die Woche dich zu bewegen. Wie gesagt, es muss kein Leistungssport sein, aber auf jeden Fall mindestens spazieren gehen für eine halbe Stunde ist sehr wichtig für den Körper. Stress abbauen, gleichzeitig aber auch eben natürlich den Körper fit zu halten. Blutkreislauf natürlich auch. Auch für die Gelenke ist es wichtig, für die Muskeln. Und auch wenn man zum Beispiel einen schlechten Schlaf hat, da kann eben auch nachgewiesenermaßen Sport und Bewegung helfen, dass man besser schläft und sich besser erholen kann. Außerdem ist direkt am Abend oder bevor du eben schlafen gehen musst, Sport zu treiben sehr effektiv, weil du dann eben auch müder bist in der Regel und dann auch schneller einschläfst im besten Fall. Wichtige Sache auch, wenn du zum Beispiel im Reisedienst unterwegs bist und deswegen viel unterwegs, sitzt man ja auch ganz gerne mal, sei es im Auto, im Flieger, wo auch immer, vielleicht auch in der Bahn, hier und da rennt man vielleicht hin und her, aber auch da ist besonders wichtig, wenn man sowieso viel sitzt, sich viel zu bewegen. Besonders Rücken- und Bauchübungen in diesem Fall sind absolut zu empfehlen. Wenn man viel sitzt, hilft es einfach auch für die Statur. Einfach auch, damit man nicht die ganze Zeit mit Rückenschmerzen um durch die Gegend geht. Und wie gesagt, Sport allgemein. Deswegen eine ganz wichtige Sache. Wenn du also damit Probleme hast und merkst, du hast zu wenig Sport in deinem Alltag, in deiner Woche, dann solltest du auf jeden Fall das etwas machen. Es gibt ganz einfache Workouts, die du machen kannst zu Hause ohne Geräte, ohne großartigen Platz und einfach nur Körpergewichtsübungen, die du machen kannst, ein bisschen dich bewegen. Das reicht schon in den meisten Fällen völlig aus, braucht nicht viel Zeit und tut deiner Gesundheit und auch vor allem in diesem Fall, wenn du ja, zeitlich nicht unbedingt so flexibel unterwegs bist, das tut auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und damit kommen wir zum abschließenden Tipp, der vielleicht gar nicht so offensichtlich ist, aber auch dir helfen kann, einiges in deinem Leben zu bereichern. Denn wie schon gesagt, einiges beginnt hier oben im Kopf und auch beginnt einiges mit den Hormonen und Gefühlen, die du hast. Denn wir hatten ja vorhin schon auch festgestellt, es gibt Studien, die zeigen, dass durch Schichtdienst zum Beispiel Depression, Einsamkeit, aber auch Burnout sehr, sehr stark vorangetrieben und unterstützt werden kann. Um dem gegenzuwirken, kann zum Beispiel auch helfen, einfach eine gute Zeit mit Freunden oder Familie zu verbringen, zu lachen, einfach mal was Schönes zu machen, Zeit für dich selber zu nehmen. Ganz, ganz wichtig, wenn du sowas hast, dann nimm dir Zeiten für dich selber, aber nimm dir auch Zeiten mit Freunden. Sei bitte nicht die ganze Zeit allein, nur weil du einen anderen Tagesablauf hast als vielleicht alle um dich herum. Lass dir das auf jeden Fall nicht nehmen. Besonders die Zeit mit Freunden ist unglaublich wichtig für deine körperliche Gesundheit, auch für die Hormonausschüttung und kann dich auch deswegen sehr, sehr gut langzeitmäßig unterstützen. Deswegen such dir sozialen Kontakt, such dir das, was dir Spaß macht, ein Hobby, irgendwas, was du gerne auch in der Freizeit tust und vernachlässige das nicht, vernachlässige dich aber auch selbst nicht. Das heißt, da darfst du für dich herausfinden, welche Balance für dich optimal ist, von Zeit für dich selber und Zeit mit Freunden und Familie, Zeit für deine Hobbys und so weiter. Denn auch das ist essentiell wichtig für deine Gesundheit. Damit sind wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Wenn es dir gefallen oder auch geholfen hat, lass es mich gerne wissen in Form von einem Daumen oder auch einem Kommentar. Es hilft mir riesig weiter und freut mich sehr. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleib gesund, dein Vincent.